Hallo und herzlich willkommen hier zurück nach Fußballzentral. Und heute starten wir rein mit dem Saisonfinale der Karriere mit dem AC Mailand. Das heißt, heute wird sich entscheiden, ob wir Meister werden und ob Zlatan Ibrahimovic Torschützenkönig der Serie A wird. Also ich denke mal, eine ganz, ganz entscheidende Folge wird das hier heute. Und ich würde sagen, wir fackeln auch gar nicht lange und starten direkt rein mit dem ersten Spiel hier gegen Sassuolo. Aber erstmal müssen wir die Mannschaft gucken. Romagnoli ist rot gesperrt, dafür kommt natürlich jetzt Kehr wieder rein. Kessié ist ein bisschen unglücklich, aber das dürfen wir natürlich jetzt hier nicht noch mit in unsere Planung mit einbauen. Wir müssen einfach gucken, dass wir die beste Mannschaft auf den Platz bringen und dann auch möglichst natürlich die besten Ergebnisse holen, einfach um im Endeffekt dann auch die Meisterschaft vielleicht sichern zu können für uns. Und dann würde ich gleich sagen, simulieren wir erstmal das erste Spiel hier gegen Sassuolo und gucken und hoffen, dass wir gegen sie gewinnen. Aber ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn da rechts steht drei Niederlagen. Das ist bei FIFA immer so, dass ich ein ganz schlechtes Gefühl habe. Aber wir gewinnen 3-0. Zlatan Ibrahimovic auch wieder mit einem Tor. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil damit sichert er uns im Endeffekt vielleicht die Meisterschaft und er selber bleibt in der Torschützenliste vor Ronaldo. Das ist doch sehr, sehr gut. Und Romagnoli ist auch wieder fit. Das heißt, wir können wieder mit allen Spielern in den nächsten Spielen planen. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass wir dann auch sicher Meister, zumindest noch mitspielen können um die Meisterschaft. Im Endeffekt wissen wir nicht genau, wie es läuft. Weiß ja nie genau, was Juve noch macht. Wir hoffen einfach mal, dass Juve verliert. Wir haben leider kein Spiel mehr gegen sie. Das wäre ja im Endeffekt optimal, wenn wir halt noch ein Spiel gegen sie hätten und da dann am besten die Sache für uns entscheiden können. Aber das werden wir nicht können. Aber wir haben noch ein paar Talente. Mal gucken, ob da noch einer dabei ist für die nächste Saison. Er sieht doch ganz gut aus. Carlos Linz wird erstmal verpflichtet, der Brasilianer. Ansonsten sehen die alle nicht ganz so interessant aus. Das heißt, die bleiben alle da, wo sie herkommen. Und dann spielt hier gleich das Spiel gegen Atalanta an. Wo stehen denn die in der Tabelle? Zehnter sind die. Naja. Ja, ich würde sagen, wir gucken ganz kurz mal, oder ich gucke ganz kurz mal mit euch in unseren Kalender, gegen wen wir überhaupt noch spielen, bis wir zur Meisterschaft kommen. Gegen Atalanta, gegen Genua und gegen Cagliari. Cagliari ist unser letztes Spiel, ja. Ja, das heißt, das Spiel wird sich für uns, oder die Saison wird sich für uns gegen Cagliari vermutlich entscheiden. Dann würde ich sagen, simulieren wir auch das Spiel und hoffen, dass wir hier gewinnen. Oh, jetzt eine Niederlage wäre wirklich so, so traurig. Aber wieder der nächste Sieg und Ibrahimovic trifft wieder. Aber er ist verletzt. Das ist ganz, ganz unschön. Ich hoffe, dass er nicht zu lange ausfällt. 6 Wochen, dann ist er sicher raus für die letzten Spiele dieser Saison. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber wir sind Erster, wie es gerade aussieht. Ich habe noch nicht gesehen, ob Juve ein Spiel gespielt hat, aber wir sind momentan Erster gewesen. Ich hoffe einfach, dass sie ein Spiel gespielt haben. Nein, haben sie nicht, verdammt. Ich dachte schon, wir wären sicher durch. Also, was heißt sicher durch, wir wären Erster. Aber nein, Juve hat einfach noch nicht gespielt. Irgendwie wollen die auch gerade nicht spielen. Jetzt sogar 2, glaube ich, haben sie gemacht. Ah, da müssen wir gleich mal gucken. Aber wir haben noch ein paar Talente, die wir ganz kurz scouten können und gucken können. Aber bisher wieder nichts sehr Interessantes dabei, leider. Ich dachte, wir hatten 2 Scout-Berichte. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Hä, das waren doch gerade 2. Also er ist wieder da, okay, aber ich hätte schwören können, dass das 2 waren. Naja, den schicken wir jetzt mal nach Griechenland, würde ich einfach sagen, für 3 Monate. Das passt. Wollen wir uns gar nicht lange mit aufhalten mit unseren Scouts. Die haben uns ja bisher noch nicht so die krassen Talente gebracht. Irgendwie, ich glaube, einen ganz geilen haben wir, den Ferrari-Typen. Ich glaube, so heißt der. Und jetzt das Spiel gegen Sampdoria. Müssen wir mal gucken, wie wir umstellen. Ich würde es so machen. Richarlison und dann Kieser hier auf dem Flügel. Dann Kehr hier rein. Soyuncu geht raus. Romagnoli kommt wieder rein. Ibra muss leider natürlich auch da bleiben. Ist natürlich ärgerlich, dass er jetzt ausfällt. Jetzt hat er noch 2 Spiele, wo er nicht treffen kann, und Ronaldo ist schon weg. Das heißt, Zlatan Ibrahimovic wird leider, leider, leider nicht Torschützenkönig diese Saison. Ist ein bisschen traurig, aber wir simulieren mal ganz fix das Spiel hier gegen Sampdoria und hoffen, dass wir auch das gewinnen, weil dann hätten wir wirklich, jawohl, da haben wir es doch. Wir haben also das Saisonfinale, letzter Spieltag und wahrscheinlich punktgleich, wie es aussieht. Ja, punktgleich zum letzten Spieltag. Oh, Mann, du, das wird aber ein ganz, 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 ganz heißes Finale hier. Ich weiß halt nicht, was wir eigentlich machen müssten, um an Juve vorbeizuziehen. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie das in der Serie A zählt. Also ob erst direkter Vergleich dann zählt, wenn man punktgleich ist, oder Tore. Weil wenn es direkter Vergleich ist, dann haben wir ein Problem.
weil dann könnten wir nichts mehr ändern. Gregor Schinkel will weg, okay. Da sollten wir gleich mal gucken, dass wir den vielleicht behalten. Noch ein Jugendspieler will weg, das ist nochmal Gregor Schinkel. Das wird ja aber nicht nochmal sein. Ah, naja. Gucken wir mal ganz kurz unsere Jugendakademie. Gregor Schinkel will gerne weg. Na, das ist halt auch... Frage ist jetzt, wer ist der Zweite? Diese Meldung gibt's ja immer im Endeffekt, also... Da muss man dann mal gucken. Ich hoffe, dass es nicht Tommaso Ferrari ist, weil der braucht noch ein bisschen, um sein Talent wirklich voll auszuschöpfen. Wer könnte es denn sonst sein? Die anderen sind alle 16. Nur Maxwell Nah ist ein bisschen älter, aber den hätte ich auch gerne noch ein bisschen länger eigentlich drin. Ja gut, Mariani könnte es noch sein. Ja, wir werden mal gucken. Ich hoffe einfach mal, dass er uns nicht aus der Jugendakademie direkt abhaut. Nicolas Mariani ist scheinbar der andere, der jetzt weg will. Ich hasse es, wenn die Jugendtalente weg wollen, weil er braucht halt einfach noch ein bisschen. Er ist bei 77 bis 91. Wenn er jetzt bei 85 bis 91 wäre, würde ich sagen, ja, okay. Naja, wir verpflichten ihn trotzdem mal. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist der andere? Ich würde vermuten, dass es Maxwell Nah ist. Oder halt Tommaso Ferrari. Ich hoffe, dass es nicht Tommaso Ferrari ist, weil der andere Nah ist mir ein bisschen lieber zumindest. Aber das soll uns fürs Erste hier nicht beschäftigen, denn steht das letzte Spiel der Saison an gegen Cagliari. Und Juve ist ja schon relativ klar Erster. Also das ist relativ klar, aber genau einen irgendwas vor uns, was auch immer es genau ist. Vielleicht die Tordifferenz, aber die werden wir auch in diesem Spiel nicht mehr aufholen können. Ja, wir müssen hoffen, dass Juve das Spiel verliert. Ganz einfach. Also wir können nur hoffen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich im Spiel. Und dann starten wir hier rein mit dem Saisonfinale gegen Cagliari. Leider ja ohne Zlatan Ibrahimovic, was wirklich, wirklich schade ist. Ich hätte ihm wirklich gegönnt, dass er zum einen mit uns noch Meister wird und zum anderen auch noch Torschützenkönig wird. Torschützenkönig kann er jetzt ganz sicher nicht mehr werden. Meister nur noch von der Tribüne aus. Wir werden sehen, wie es läuft. Vinicius Junior hier nochmal. Vinicius cuttet an die Mitte. Könnte jetzt schießen, kommt aber nicht ganz ran. Richarlison macht das Ding, aber das muss Abseits gewesen sein, glaube ich. Ja, es ist Abseits. Boah, schade. Nach 9 Minuten hätten wir jetzt hier schon in Führung gehen können. Bisher ein sehr highlight-armes Spiel eigentlich. Also beide Mannschaften sehr abwartend. Aber hier hätten wir gut in Führung gehen können. Und Richarlison hätte auch noch getroffen, der jetzt das erste Mal zusammen mit Chiesa hier heute auf dem Platz steht. Normalerweise machen die so eine Art Job-Sharing. Aber heute durch die Verletzung von Ibrahimovic erstmal beide in der Startelf. Merino mit dem Ball auf Richarlison. Richarlison. Immer noch. Richarlison. Guter Schuss. Aber der Keeper ist da und hält. Zweite gute Chance hier für Richarlison. Das erste Mal abseits, das zweite Mal gehalten. Also der Junge scheint heiß zu sein, hier mal zu zeigen, dass er auch Tore schießen kann. Und da ist jetzt Chance für Cagliari. Das kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Wir haben so viel bessere Chancen, gehen trotzdem wieder mit 1-0 in Rückstand. Ich weiß einfach nicht, was das soll gerade. Also, es ist einfach schlecht verteidigt. Viel zu einfach, der Pass, dann ist er halt einfach auch drin. Also wir müssen in der nächsten Saison auf jeden Fall noch an unserer Innenverteidigung arbeiten. Ich bin wirklich nicht zufrieden. Cagliari jetzt hier im Angriff. Guter Schuss. Boah, die hätten schon 2-0 gerade in Führung gehen können. Das wäre schon, dann wäre es glaube ich die Vorentscheidung schon gewesen. Ja, es sieht momentan wirklich nicht gut aus, was unsere uns als Meisterschaftsaspirant, mein Gott, angeht. Aber naja, was willst du machen? Wir müssen einfach gucken, dass wir jetzt langsam mal ein bisschen zumindest in Form kommen. Aber das sieht momentan nicht gut aus. Pass in die Mitte. Und Cagliari und wieder rettet uns da Donnarumma. Boah, die wollen wirklich nicht, dass wir Meister werden hier gerade. Oder wir wollen es nicht. Keine Ahnung, woran es liegt. Ecke kommt. Cagliari immer noch am Ball hier im Rückraum. Da geht er vorbei. Schuss und wieder ist Donnarumma. Da jetzt die dritte gute, richtig gute Chance für Cagliari. Also man kann einfach nicht sagen, dass hier gerade irgendwas bei uns funktionieren würde. Ecke kommt wieder. Und an kurz war es wieder ist Donnarumma da. Vierte Chance jetzt hier für Cagliari. Also so langsam müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Fünfter Schuss gerade. Und sechster Schuss. Und jetzt ist das Ding nicht drin. Ey, das ist gerade unfassbar. Was war das? Einfach nur, was war das? Also ganz ehrlich.
Also ich verstehe gerade gar nicht mehr, was los ist. Wir spielen wirklich schlecht und Cagliari muss hier wirklich mit 2-0 gerade in Führung gegangen sein. Also wie der gerade nicht reingegangen ist, ist mir wirklich ein Rätsel. Nächste Chance für Cagliari. Wieder Donnarumma. Also wir können uns gerade wirklich bei Donnarumma bedanken, dass wir überhaupt noch ansatzweise die Chance haben, Meister zu werden. Das ist gerade also wirklich, also eigentlich ist das Ding hier schon durch. Bonaventura mit dem langen Ball raus auf Merino. Wird jetzt hinterlaufen. Schickt jetzt auch Hernandez. Der ist schnell. Aber er ist halt auch nur unser Linksverteidiger. Aber Hernandez schießt, aber gehalten. Der Abschluss war halt wirklich nicht gut. Aber was will man auch erwarten? Er ist halt nur unser Linksverteidiger. Das hat man bei dem Schuss schon auch deutlich gesehen, dass er das ist. Hätte er vielleicht auch in die Mitte legen können zu Vinicius Junior. Aber leider nicht getan. Und da ist auch Halbzeit. Wirklich eine sehr, sehr belastende Halbzeit, muss man einfach ganz klar so sagen. Wir sind hier als eigentlich Favorit reingegangen, der um den Meisterschaftstitel nochmal mitspielen will, aber man muss halt einfach sagen, genau wie es hier steht, nicht viel los. Richarlison auch mit einer sehr schlechten Leistung, wie eigentlich gefühlt immer, leider. Und ja, es sieht momentan einfach nicht gut aus für uns und ich werde in der Halbzeit auf jeden Fall ein bisschen was umstellen müssen, ein bisschen offensiver, dass wir einfach mal nach vorne kommen. Tonali jetzt hier mit einem schönen langen Ball auf Merino, der ist jetzt ganz frei durch. Merino! 49. Minute, unser Traum der Meisterschaft kann wieder leben. 1-1. Wir haben wieder die Chance, jetzt hier in Führung zu gehen. Natürlich müssen wir immer noch hoffen, dass Juve das Ding auch verliert oder unentschieden spielt. Aber wir sind zumindest wieder da und haben hier ein Tor geschossen. Immerhin ist das eine Leistung der Moral, würde ich sagen. Also sehr, sehr wichtig, dass wir hier jetzt endlich mal wieder ein Tor schießen. Merino, der das auch stark macht hier im Strafraum. Boah, da fällt ein bisschen was ab, würde ich sagen. Endlich wieder die Chance, zumindest Meister zu werden. Und Mikel Merino auch wirklich mit einer guten Saison eigentlich. 18 Tore hat er geschossen. Ach du Scheiße, als Mittelfeldspieler. Respekt an unseren jungen Spanier. Und jetzt wollen wir hoffen, dass wir die Meisterschaft hier vielleicht doch noch ergattern können. Meunier hat jetzt viel Rasen vor sich. Kann da mal ein bisschen laufen. Ball in die Mitte zu Merino. Merino legt das Ding ganz raus auf Vinicius Junior. Vinicius Junior, aber abgeblockt. Aber wir bleiben hier dran und haben weiter Chancen. Ich hoffe und bete einfach, dass wir jetzt gleich hier vielleicht die Führung erzielen können. Kehr jetzt hier, gewinnt den Ball, spielt den Ball raus auf Richarlison. Immer noch Richarlison. Kehr ist mit aufgerückt und Kehr hier mit dem Schuss. Aber leider kein Tor, das wäre ja auch eine Story gewesen. Wenn Kehr uns hier zur Meisterschaft schießt, aber abgeblockt der Schuss. Cagliari im Angriff, aber Donnarumma hält. Also das ist hier noch lange nicht entschieden, egal für welche Seite. Beide Seiten können hier locker noch den Führungstreffer erzielen. Aber Donnarumma hält uns hier weiter im Spiel. Ecke für Cagliari kommt in die Mitte. Kehr verliert das Kopfballduell. Merino mit dem Langball auf Richarlison. Der ist schneller als sein Gegenspieler. Richarlison, der Winkel ist halt sehr spitz. Richarlison macht das Ding! 2-1. AC Mailand, alles ist wieder möglich. Was ist das für ein Jubel, Alter? Mikel Merino und Richarlison da. Aber ey, scheißegal. Wir führen aus dem Spitzenwinkel. Donnert er das Ding halt einfach mit voller Wucht rein. Boah. Der passt aber auch ganz genau. Und wir spielen wieder mit um die Meisterschaft. Also momentan sieht es sehr, sehr gut aus. Wir müssen natürlich weiterhin hoffen, dass Juve patzt. Ecke für Cagliari auf dem Kurzpfosten. Da ist er ganz frei. Boah, der war gefährlich. Boah, der war wirklich also gerade ans Außennetz gegangen. So, da müssen wir mal gucken, dass wir solche Chancen nicht mehr so häufig zulassen. Das ist schon etwas stressfördernd. Bonaventura mit einem Steckpass auf Tonali. Aber der Schuss geht aber ganz, ganz kläglich drüber. Was wäre hier die Chance gewesen, das Ding zu entscheiden für uns? Aber leider, leider, leider legt er das Ding doch ein bisschen drüber. Cagliari hier vielleicht nochmal mit einem letzten Angriff. Spielen hier nochmal in die Mitte. Könnten hier gleich nochmal schießen. Nicht zum Schuss kommen lassen. Der geht vorbei. Wow, ganz ruhig. 3 Minuten Nachspielzeit. Wir führen 2-1. Ich weiß nicht, wenn man jetzt wissen würde, wie es bei Juve steht, könnte man vielleicht schon mal die Feierlichkeiten einleiten. Aber wir wissen es halt leider gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, wie es ist, wenn wir jetzt gewinnen würden, theoretisch. Ob wir dann jetzt eine Meisterfeier hier hätten oder nicht. Aber auf jeden Fall gibt es hier erstmal nochmal 2 Wechsel bei uns, um zumindest das Ergebnis hier zum Ende der Saison noch über die Zeit zu kriegen. Hier nochmal ganz kurz vor Schluss nochmal ein Angriff von Cagliari. Wollen wir hoffen, dass sie hier nichts draus machen können. Nochmal auf den kurzen Pfosten gezogen. Donnarumma ist da.
Nachspielzeit ist eigentlich vorbei, aber es wird wohl noch mal eine Ecke für Cagliari geben. Also wir müssen noch mal ganz aufmerksam bleiben. Und danach können wir uns damit beschäftigen, ob wir Meister geworden sind oder nicht. Das soll erstmal scheißegal sein. Solange wir dieses Ergebnis nicht überhaupt über die Zeit bringen, ist es nämlich kackegal. Raus damit. Und da ist das Spiel vorbei. Das Spiel ist vorbei. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt das für uns? Die Saison ist auch vorbei. Das war das letzte Spiel. Frage ist halt jetzt, sind wir Meister geworden oder sind wir gar nichts geworden? Wir haben auf jeden Fall keine Feierlichkeiten, was das angeht. Also denke ich, dass Juve tatsächlich gewonnen hat. Dementsprechend war es trotzdem eine sehr, sehr, sehr gute Saison. Die Fans sind auch glücklich, aber leider natürlich dann nicht Meister geworden, wie es aussieht. Und hier haben wir auch die Bestätigung. Juve ist tatsächlich durch das bessere Torverhältnis oder den direkten Vergleich, beides haben sie gewonnen im Endeffekt, leider, leider Meister geworden, obwohl wir punktgleich sind. Das ist wirklich ein bisschen traurig. Aber ey, Zweiter ist tatsächlich besser, als ich gedacht hätte mit dieser Mannschaft. Eigentlich hätte ich von der Mannschaft her Inter und Lazio noch vor uns gesehen tatsächlich. Aber ich denke, wir haben ganz gute Transfers getätigt allgemein in dieser Karriere und dadurch uns den Platz hier auch verdient. Ich denke, wir hätten es auch verdient gehabt, Meister zu werden. Aber das war uns dann im Endeffekt nicht vergönnt. Aber ich würde sagen, das soll uns gar nicht aufhalten. Denn es geht weiter. Ich werde diese Karriere auf jeden Fall noch weiter durchziehen. Auch noch die zweite Saison machen mit Mailand und dann versuchen, sowohl in der Champions League anzugreifen, weil da sind wir dann nächstes Jahr auch vertreten, und natürlich auch die Serie A dann dieses Mal auch wirklich zu holen. Das heißt auch, wir werden diesen Transfersommer richtig aufrüsten, das Team wirklich nochmal auf ein anderes Level bringen, um dann wirklich diesen Serie A-Titel und die Champions League für uns zu holen. Und da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, diese erste Saison mit dem AC Mailand, lasst mir gerne ein Like da. Lasst doch mir gerne ein Abo da, wenn es euch so gern gefallen hat, dass ihr meine Videos länger sehen wollt oder öffiger sehen wollt. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal hier in der Fußballzentrale.